Steuerberatungsthemen sind oft nicht so positiv behaftet. Heute nehmen wir uns aber ein Thema vor, das positive Auswirkungen hat, und zwar für beide Seiten, für Unternehmer und Mitarbeiter, also eine Win-Win-Situation. Was genau das ist, weiß Thomas Zach, Steuerberater von der Steuerberatungskanzlei Pilsbacher und Partner aus Amstetten, eigentlich ein Experte im Mostviertel, was Steuern anbelangt. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Hallo Andreas, danke für die Einladung. Gerne. Ein Jobrad gibt's, habe ich gehört. Und ja, was für steuerliche Vorteile gibt es da dazu? Was ist das genau? Also es gibt ein Jobrad, Dienstrad, Firmenrad, das ist quasi alles die Bezeichnung für an sich dasselbe Modell. Funktioniert so, der Arbeitgeber liest ein Fahrrad und stellt das quasi dem Mitarbeiter zur unter anderem privaten Nutzung zur Verfügung. Ja. Mhm. Der Vorteil ist, das kann der Mitarbeiter dann eben für private Fahrten verwenden. Da gibt es auch einen breiten Anwendungsbereich. Also es kann ein Fahrrad sein mit oder ohne Elektroantrieb oder immer nicht. Ja. Und die Leasingraten an sich, die zahlt der Arbeitgeber. Mhm. Im Gegenzug dazu verzichtet der Arbeitnehmer insoweit auf seinen Bruttobezug. Und da gibt es eben die steuerlichen Vorteile. Eine spannende Sache. Jobrad ist ein super Name dazu. Wie entsteht jetzt dieser steuerliche Vorteil für den Betrieb und auch den Mitarbeiter? Genau, also einerseits, wenn man normalerweise einen dienstgebereigenen Gegenstand für private Zwecke benutzt als Mitarbeiter, dann wird dafür ein Sachbezug angesetzt und der ist an sich auch steuerpflichtig. Jetzt hat aber der Gesetzgeber in dem konkreten Fall gesagt, für das Jobrad oder für dieses Modell, das ist unterstützungswürdig, und hat den Sachbezug gesetzlich mit 0 Euro festgesetzt. Und dadurch gibt es quasi den steuerlichen Vorteil. Dadurch ergibt sich im Prinzip die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter diese Leasingraten nicht von seinem bereits versteuerten Nettogehalt bezahlen muss, sondern eben vom Bruttolohn bezahlen kann und dadurch eben insgesamt weniger bezahlen muss. Also an einem Beispiel vielleicht. Der Dienstgeber bezahlt eine monatliche Leasingrate von 80 Euro, mhm. behält oder zahlt weniger, 80 Euro weniger an den Mitarbeiter aus. Das, was aber, also nämlich vom Bruttolohn, mhm. der Nettolohn an sich verringert sich aber um weniger als 80 Euro. Das heißt, das, was wirklich der Mitarbeiter bezahlt, liegt dann beispielsweise bei 50, ist abhängig davon, wie viel er wirklich dann an Steuerbelastung hat, was er verdient und welches Rad er sich eben aussucht. Mhm. Hat der Unternehmer auch einen steuerlichen Vorteil? Auch für ein Unternehmen gibt es steuerliche Vorteile. Also zum einen, wenn man der Bruttolohn sie reduziert, reduzieren sie auch die Lohnnebenkosten für den Dienstgeber. Das ist ein steuerlicher Vorteil. Und unter gewissen Umständen hat er auch den Vorsteuerabzug für die Leasingraten. Da würde man empfehlen, also geht nach den allgemeinen Regelungen am besten mit dem Steuerberater konkret abstimmen. Ist ja eine super Sache. Wie kommen wir jetzt zu diesem Jobrad? Genau, also an sich braucht es zwei Schritte. Das eine ist, der Arbeitgeber muss einmal ein Fahrrad leasen oder eben kaufen. Und das zweite ist, er braucht eine Vereinbarung mit dem Mitarbeiter, quasi betreffend die Überlassung. Das ist üblicherweise in Form einer Gehaltsumwandlung eben. Wichtiger Punkt dabei ist, dass man eben durch diese Gehaltsumwandlung nicht unter das Mindestvertrag oder kollektivvertragliche Entgelt kommen darf. Mhm. Ja. Es gibt da eine ganze Reihe von Internetportalen, die einem da helfen, ja, wo man darauf zurückgreifen kann, gibt es mittlerweile einige, die das recht gut machen. Damit man eben auch da an sich dann steuerlich nichts falsch macht, würde ich trotzdem empfehlen, auch den Weg zum Steuerberater zu suchen, damit man mit den kollektivvertraglichen Löhnen da entsprechend sicher unterwegs ist. Wir haben zu Beginn schon gesagt, eine Win-Win-Situation für beide Seiten, das ist das Jobrad. Gibt es sonst noch Mitarbeiterbenefits, was auch Win-Win verursachen? Ja, es gibt zum Beispiel im Jahr 2023 nur die Möglichkeit, eine quasi freiwillige Sonderzahlung zu leisten in Form einer Teuerungsprämie. Heißt im Prinzip, dass der Arbeitgeber Lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei quasi 2.000 Euro, in manchen Fällen sogar bis zu 3.000 Euro ausbezahlen kann an den Dienstnehmer. Soll dazu dienen, dass die Teuerung beim Arbeitnehmer abgefedert wird. Da gibt es allerdings ein paar Punkte, wo man darauf aufpassen muss. Das eine ist, es darf im Prinzip nicht eine Prämie sein, die auch in den letzten Jahren schon ausbezahlt worden ist. Also wenn der Mitarbeiter in den letzten Jahren Leistungsprämien von 1.000 Euro regelmäßig bekommen hat und dieses Jahr plötzlich eine Teuerungsprämie in Höhe von 1.000 Euro, dann funktioniert das nicht. Außerdem gibt es die Empfehlung, das jedenfalls mit einer schriftlichen Vereinbarung zu machen und auch über die Lohnverrechnung zu ziehen.
Und genau für Ihren Betrieb, schaut sich das gerne als Steuerberater an. Lieber Thomas, die Steuerberatungskanzlei Pilsbacher und Partner in Amstetten ist da eine gute Adresse. Herzlichen Dank für diese super Aufbereitung, was ja einen großen Vorteil für beide Seiten ergeben kann. Und Sie, liebe Zuseher, wenn Sie eine Frage haben an unseren Experten, dann schicken Sie uns diese an redaktion@gemeindetv.at. Dann ist vielleicht Ihre Frage dann schon in der nächsten Sendung. Und bis dahin, bleiben Sie informiert.